Meine Küche, deine Küche. Präsentiert von Electrolux. Mit intuitiven Geräten für jede Schweizer Küche. Fünf Kandidaten, ein Wochenmotto. Mit dabei sind die Merve, die Heidi, die Binar, der Moses und der Peter. Das Motto ist paniert. Etwas paniert. Etwas paniert, ja, genau. Ich mache heute panierte Hackbällchen. Das habe ich noch nie gehabt. Ja, ich auch nicht. Dazu gibt es noch Kartoffelgratin. Nimmt mich Wunder, ob es noch irgendeine Soße oder etwas dazu gibt. Ich mache jetzt die Bechamelsoße. Die Herausforderung dieser Hackbällchen ist sicher, dass sie so fest sind und zusammenbleiben und nicht auseinandergehen. Ich tue recht viel Öl drin, dass es wirklich auch durchbratet. Ich muss jetzt servieren. Was hast du für einen Käse genommen? Mozzarella. Eine coole Idee gewesen. Meine Erwartungen sind erfüllt. Eigentlich. Ja. Ich bin satt. Es war fein. Sellerieherzchen, ausgestochene, die ich paniere. Ich mache aber Panaden selber, und zwar aus Goldfischchen. Ich mache gerne ein Risotto dazu, ein Safranrisotto mit dem Bergkäse und Lammfilet an einer eingereduzierten Portwein-Schalottensauce. Das ist ja mega fein. Wow. Wie viel Gang bin ich? Da ist es paniert. Sie hat so nebendran reingeschlichen. Ja. Es war mega fein, ja. Also, sie hat es wirklich gut gemacht. Also geschmacklich war es super, ja. Alles. Wie ist die Panade? Es sind Goldfischli. Also richtige Goldfisch? Letzten Sonntag habe ich es ausprobiert. Gibt es Chips? Ja. Für mich hat sie die Mäslatte extrem hoch angesetzt. Bei mir gibt es Garnelen im knusprigen Mantel, serviert mit Okras. Und der knusprige Mantel besteht aus Engelshaaren. Das sind Teigfäden, wie Pastateig. Jetzt werde ich meine Okras würzen. Okras? Okras. Okras. Also ich kenne es nicht. Ich paniere jetzt meine Garnelen. Zuerst in Mehl und zuletzt in Engelhaar. Vielleicht überzeugt sie absolut mit dem Geschmack. Dann wünsche ich euch einen guten. Heute darf man mit den Händen dahinter und dann so richtig geniessen. Das war jetzt das erste Mal, als ich das gegessen habe. Hast du es gerne mögen? Ich konnte es gut können essen. Ich konnte sogar Heidi überzeugen, zum Kröten probieren. Ich mache einen Feta im Sesammantel. Eine Reise nach Griechenland. Wow. Jetzt schaue ich auch darauf, dass ich mit einer Hand nur das Füchte mache, dass ich nicht meine Finger paniere. Den Knoblauch schneide ich ganz fein und dann kann ich so schön drüber gehen. Ist schon gerade ein bisschen braun, oder? Da jetzt ein paar schwarze, aber ist jetzt nicht so mega schlimm. Let's go. Ein guter, ja. Das war fein. Also es hat wirklich eine Überraschung gegeben heute Abend, aber eine positive. Heute gibt es ein Garden Bleu. Aber ein bisschen Spezielles, vor allem vom Fleisch her. Und zwar mit Wagyu-Rind. Er macht sicher das Beste, was er rausholen kann. Das erste Mal in Mehl drüllen, dann das Ei ziehen. Es hat Kalorien, das Ganze. Also zum Abnehmen ist das nicht. Schmeckt jetzt natürlich fantastisch. Ich konnte nicht das Ganze fertig essen, aber es war wirklich fein. Es ist soweit. Das haben wir befürchtet. Das habe ich befürchtet. Danke vielmals. Ich habe es so erwartet. Gratulation. Ja, dir auch. Es war so eine lässige Woche. Und ja, es freut mich. Auf uns. Eine schöne Woche. Meine Küche, deine Küche. Präsentiert von Electrolux. Mit intuitiven Geräten für jede Schweizer Küche.